De Aposteljeschicht Nummer 4. Jun Redner is Johan Dyck. Vergonnen werk red ik even het eerste poort van kapitel 2. Daar zagen we wat de Heer om Pfingstdag deed en wat voor een gewaltige predigt de apostel Petrus door in Jeruzalem bracht. Vandaar wou we dan zeinen wat voor een sterke werking deze predigt op zijn touwheren had en dat waren dezelfde Juden wat verantwoordelijk waren dat Jezus gekruisigd wordt. Wie waren ook zeinen wat voor een gemeente die eerste in Jeruzalem weer en wat we van die leren kennen. Vergonnen werd, hielden wir uns Petrus seine Predigt an, wat hij am Pfingstdag door in Jeruzalem bracht. Hij betoonde ganz besonders de Auferstehung van Jesus Christus. En als hij dort alles gezegd had en daarop hingewiesen had, dat de Juden zelfs daarvoor verantwoordelijk waren, dat ze Gott seinen Geschenkten angebracht hadden, dan jenk an dort in het hoort. Zo zegt ons dort Vers 37, en daar fangen we van daar aan. Deze Juden waren diep im hoort getroffen. Ze raubten Mana en Breida. Wat zal wie daunen? Doorbij is aber wat zij erscheinet. Wann Menschen endlich einmal raupen en zeien, wat zal wie daunen, weet je wat? Dan is de hoop niet. Solang es de Mensch leeft, hij kan Gott selbst vorig worden. Hij brukt Gott nicht. Oder hij wordt zich al irgendwo durchfingen. Dan is er geen hoop niet. Aber wann een Mensch erst wirklich durchhandjampt, wo er sagt, er kann nicht wieder, dort macht mit mir anders worden, wat soll ich daunen? Für so'n Mensch is hoop niet. Wat sagst du von dir? Feilst du ook dat Gott an deine Horten der geklopt haft? Hij raubt? En du hast noch immer nicht gesagt, wat soll ich daunen? Vielleicht kannst du von dir so weit kommen, dat du sagst, Johar, ik wil halb haben. Wat zegt Petrus? Ganz klar en deutlich zegt hij, bekeert u, en dan laat u alle in Jezus Christus zijn nomen diepen, dat u de zinden verjeeft worden, dan wordt God u den Heiligen Geest schenken. En wat passiert? De Bibel zegt ons, dat aan dem dag bekeerden zich 3000 zeilen. Zo de stad, ik heb het meest niet begrepen, wo is zo de stad meerlich? Aber die Bibel sagt uns dort. Und so funkt der Pfingstdag mit 120 Christen an, dort wie ungefähr die ganze Zahl von der, die an Jesus leiden. Aber das Ende davon wäre, dort all 3000 sich dort taubetierten, und nu wären das 3120, was zu Christus seine Gemeinde gehirten. Dort ist was ganz Wunderbares. Und dort wird aber uns freuen. Aber ich will noch was sagen. Der Heilige Geist kam über die erste Jünger dort, dass sie würden die innerliche geistliche Kraft haben, von Jesus zu reden. Petrus und die anderen deiden dort. Viele Menschen bekehrten sich. Und so konnte der Heilige Geist an dem Tag sehr viel daunen, weil es Menschen gab, die sich von ihm erfallen leiten. Nu frage ich uns. Lot wie uns vom Heiligen Geist erfallen? Dat meint, lot wie uns vom Heiligen Geist regieren? Weet je wat de Heilige Geist wel? De wel han wie zellen van Jezus reden. Hij wel durch uns andere Menschen deze vrouwen noorrecht brengen. Lot wie den Heiligen Geist in ons regieren, dat we dat daunen? Oder wel we door even bloos immer stel zellen? Oder ze denken, daar soll een nicht van reden, ik kon dat sowieso nicht. Wann wir seine Kinder sind, dann wollen wir uns diese Werk von am Leiden loten. Der zweite Kapitel von Apostelgeschichte sagt uns ziemlich viel über diese neue Gemeinde. Und da wäre ich nun eine Frage, ob du allemal nur gedacht hast, wo dort kam, dort die erste Gemeinde, die nie testamentliche Gemeinde, in so eine Karte tiet, so sei er wossen deid. Ein Grund habe all je seinen. Dort ist, wann der Heilige Geist in Menschen hort,
ganz und gar in seine Macht haft, dann kann Wunderbare passieren. Petrus wie ein Beispiel. Ein ganz anderer Mensch will der Heilige Geist am nu regieren deit. Und dadurch kommen viele Menschen zum Glauben. Denk mal nen, wat passieren wird, wenn der Heilige Geist dein Leben in mein Leben so vollständig annahm. Denk mal nen, wat passieren kann in unsere Nachbarschaft, in uns Dorf, in unsere Stadt, wo immer du wohnst. Wenn wir uns so vom Heiligen Geist führen in Brocken leiten, aus Petrus dort deid, dann wird wie Wunder sein in unser Tiet. In die Gemeinde Jesu Christi wird noch viel doller wachsen, als die nu deid. Aber wat wir dort dann, in die erste Gemeinde, dort erschienbar so antragend wir für andere Menschen. In dort lesen wir nu uit Kapitel 2 von Vers 42 an. Dort sagt du, in sie bleiben beständig in der Apostel ihre Lehre, in Gemeinschaft, beim Brotbrechen, in am Gebet. Hier sei wie feier Dinge, wat die erste Gemeinde sei betonen deit. Dat erste wir, der Apostel ihre Lehre. Wat meint hat? Der Apostel wären je die 12. Die 12 wären je alle mit Jesus taub gewast. In die wüssten, wat Jesus gesagt hat. Zu dieser Zeit hatten sie noch nicht das Neue Testament. Dort gab noch kein Evangelium Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, und so weiter. Der einzige Schrift, wat sie hatten, wäre das Alte Testament. Aber das Alte Testament wäre nicht vollständig, wie es dort noch nicht über Jesus zu sagen hat. Und da wären wir die Apostel ihrer Lehre so wichtig. Petrus und Johannes. All die lehrten dort Volk, wat Jesus gesagt und gedonen hat. Und dadurch lehrt die erste Gemeinde den Herrn Jesus kennen, durch dem, wat die Apostel ansehen. Der zweite wir, eine Gemeinschaft. Wat bedient Gemeinschaft? Wie's dort sagt, sie hatten viel Gemeinschaft. So es auch dort sei, es Gemeinschaft nicht bloß, wann wir taub kommen und spazieren. Dort kann Gemeinschaft sein, dort brückt aber nicht. Wahre Gemeinschaft ist, wann wir taub können über geistliche Dinge reden, uns einander abbühen am Glauben, so dort wir innerlich stärker feilen, dort wir taub beten können, dort wir taub singen können, dort nur dem, wann wir taub gewas sein, wir spüren, dort wir innerlich stärker am Glauben geworden sein. Dort ist Gemeinschaft. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel Ferkner bessere Gemeinschaft haben können. Wo ist dort, wenn wir als Familien taub kommen? Wo ist dort, wie unsere Familien faster? Worüber wird geredet? Wird da über andere Menschen geredet? Wird geplüdert? Reden wir über die Wirtschaft? Was wir sehen wollen? Wo viel Milch unsere Kühe geben? Wo viel Land wir nu haben? Und so weiter? Dort sind nicht schlechte Dinge, aber dort ist noch nicht Gemeinschaft. Weil wir mal daran denken, wie im Familienfest, dort wo Tiet nehmen, dort wird Gottes fair zu lesen, darüber einander zu reden, und dann noch taub zu beten für die Dinge, wat uns auf dem Hort liegen. Ich habe so früh sein, dort bei uns Familienfest, wir können mal über so eine Dinge reden. Dort kann sein, dort es bei jün Familienfest noch nicht geht, wie es die meisten noch anbekehrt sind. Dann ist dort Zeit, dass wir auch mit an und live über diese Dinge reden und dort verbeten, dass die erste Mal zum Glauben kommen. Und diese erste Gemeinde wirkt der Rede davon, dass sie trü wären beim Brotbrechen. Das meint nicht, dass sie vierken taub kommen zum Eten. Dort haben sie auch getan. Aber die Rede ist davon, dass sie vierken das Abendmahl nahmen. Die erste Gemeinde wird trü an diesem. Viertens sagt es hier, sie wären noch trü am Gebet. Sie kommen fehltaub zum Beten. Ich glaube, dort ist ein Fehler von unseren mennonitischen Gemeinden eingeschlopen. Frühjahr, noch in Holland, in der Zeit von Menno Siemens, dann kommen die Mennoniten sehr fehltaub zum Gebet. Und weißt du warum? Das wären so eine schwere Tiden. Sie wurden verfolgt, sie wurden versprengt in verschiedene Länder,
Sie wären sich niemals sicher. Sie wüssten nicht, ob sie morgen noch lebten oder nicht. Kinder hatten Angst, dass ihre Eltern würden totgemacht worden. Die Eltern hatten Angst, ihre Kinder würden an Wach genommen worden und wie gottlose Familien verteilt worden. Dort wären schwere Tiden. Wat daunen Menschen in schwere Tiden? Sie beten. Sie beten nicht bloß tüs unger sich oder abstelles. Nee, sie kommen taub in Gebetstunden und sie beten einer für den anderen. Woram dau wie dort nicht, Maja? Woram ist dort nicht maud in unsere Gemeinden dort te daunen? Jo, ich weit, dat jaft viele Gemeinden dort wat hat gedaunen. Ob ich früher kragt, in der Gemeinden wurde nicht gedone wort. Woram nicht? Sie wie so weit eingeschlopen, dort wird dort nicht mehr erkennen, dort wird dort nicht mehr verstohnen, oder dort wird dort nicht mehr an die Leiben daunen? Wann wir dort wollen no daunen, wat die erste Gemeinde deid, die trafen sich Fürken zum Gebet. Wel wir von dei Lia annehmen. Wir lesen dann wieder am 43. Vers, und du sagst es so. Dann chaim ewa alle Seilen ne Furcht. In derch die Apostel worden viel Tierkens in Wunder gedonen. Hier sei wir dort, wat passiert, wann die Gemeinde trüh es am Wort Gottes. Dann han die so ne innerliche Kraft, dort Gott, der dich an Wunder donen kann. Und dort ist, wat hier passiert. Und dat wir besonders derch die Apostel, wat dat passiert. Das sagt, da worden viel Tierkens in Wunder gedonen. Vers 44 sagt dann, in all die, die zum Glauben gekommen wären, wären taub, und die teilten sich ihr Haben Gott unter sich an. Sie verkauften ihr Haben Gott und verteilten dort unter sich Dorno aus in jedem dort fehlend. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das sagt hier, dass diese erste Christen in Jerusalem, die deiden ihr Haben Gott, dort wo sie hauden, ihr ganzes Familien, leden sie taub, und dort wird dann verteilt, je nachdem, wat in jeder Brocken deid. Wie seinen hier, dass diese erste Christen dort nicht so viel kosten deid, wann sie alles abgaben. Nun kam vielleicht die Frage, erst dort an Gott sein wollen, dort wird dort von dir auch noch daunen. Ich weiß, dort jaft Gruppen, die daunen dort auch von dir auch noch so. Dort sind die Huttatola. Die Huttatola leiben, sie sollen taub wohnen ab dem Bruderhof. In China irgend irgendwort. Dort ganze gehirt den ganzen Bruderhof. Und so haft China sein ihr nicht Geld, aber sie leben alle ganz gut. Hier in Kanada, wo ich wohnen da, sei wie sei ja viel so ne Bruderhof oder Huttatolische Darpa. Aber die Frau kommt. Erst dit wirklich Gott sein Wellen, dort die ganze Gemeinde um die ganze Welt soll so leben? Wie weiten dort nicht, Neve? Mich kam dort so fair, dit wie eine Anrichtung für den Anfang von der Gemeinde, so dort die Gemeinde in guter Anfang kriegt, fiert Gott die Apostel, der ich den Heiligen Geist dort hau, dort sie alle ihr Familien dort gaben, dort alle Menschen können geholfen worden, in Lothar lesen wir noch mehr davon. Wann wir in der Apostelgeschicht Lothar lesen daunen, wo Paulus zurückkam nach Jerusalem, dann bleif hei bei den Evangelisten Philippus. Und dort les wie dort hei an sein Hüs wohnen deid. Dort sagt mir dort Philippus, sein jenet Hüs haut, wat aber am Anfang nicht maud wir. Dort wär ihn denk ich, dort diese Einrichtung, wo er haben Gott verteilt wird, dort hat bloß für den Anfang von der Gemeinde wir, und dort Lothar, die Menschen waren ihre jene Hieser, in Formen, in Geldhoden, kriegt es wieder von dir daunen. Eint, ich habe aber von dir lehren, und dort ist, dass der Heilige Geist die Gemeinde dort angauf, dass sie sollen für die sorgen, wat arm sind. Dort soll wir auch daunen. Wie sollen die, wat an ja ans arm sind, proben zu helfen, dass sie selbst können wiederkommen? Wie Christen sind verantwortlich für unsere Brüder und Sestren. Wann wir horthortig sind, in nüchtem ewigen Hahn, ist dort kein Bild von der Worte gemeint. Der Heilige Geist führt uns dazu, dort wie willig sind, mit anderen dort zu teilen, wat er uns gegeben hat.
Wir lesen dann den Sasse 40. und 47. Vers. Sie bleiben dabei, dass sie alle Tag im Tempel taub kämen, und gingen auch von Hus zu Hus, dort Braut zu brechen. Sie eiten mit Freuden taub, und wären von Horten wie de Sach. Das ist ein wunderbares Bild von der Gemeinde. Das sagt, sie gingen jeder Tag nur im Tempel. An wie das wichtig, dass sie jeder Tag mit Gott Gemeinschaft hatten. Aber das wär nicht bloß im Tempel. Sie trafen sich auch an der Hisa zum Brautbrechen. Dort meint, das Abendmahl haben. Da wär ein Fingerk, dass das erreicht ist, wann wir uns so sehr an ein Churchengebiet bingen donen. Dort meint, dass wir bloß an die Church von der Bibel reden, und anders reden wir nicht davon. Dort Churchengebiet habt seinen Platz, dort wir dort taub kommen können, regelmäßig, aus einer geratere Gruppe Menschen, wird hier Gott sein Wort hört und beten deit. Aber weil wir auch daran denken, die Gemeinde ist nicht an das Gebiet gebungen. Die Gemeinde ist überall, wo die Kinder Gottes verstreut sind. Dort haben wir uns auch getroffen. Ich darf das sehr verschlonen, dass wir in unsere Gemeinden auch als Einzelne taub kommen in der Hisa, dass wir durch Gott sein Wort lesen, dass wir durch eine Bibelstunde haben, dort fing ich ganz richtig. Die erste Gemeinde schien dort viel gedonnen zu haben. Wirken lichtet daran, dass Christen ganz vereinsamen. Sie blieben bloß immer tüs, oder sie fuhren der Church, aber dort sie jästliche Gemeinschaft haben mit ihren Brüdern und Sestern, üte Gemeinde jäftet meist nicht. Ich würde es sehr verschlonen, wann je jünd auch einmal taub trafen deiden in jüne Hisa, wo je taub de Bibel lesen daunen, und vielleicht sogar über dit Programm, über Gedanken, wat hier ütgesprochen sein, dur über reden. Der Apostelgeschicht ist ein sehr leichtet Buch, zu lesen, auch dur über not zu denken. Ich würde es sehr verschlonen, dat je dort deiden. Dann den letzten Vers im zweiten Kapitel sagt, sie lobten Gott, und hatten de Fred, dort an alle Menschen Gott togedonen wären. Und der Herr bracht alle Tag Saune an der Gemeinde nennen, die dort seilig worden. Hier sei wir dann die graute und wunderbare Wirkung von dieser Gemeinde in Jerusalem. Saune Menschen, wird sich einig sein, wird Christus in ihrem Horten haben, wo der Heilige Geist regieren wird, saune wird viel geistliche Gemeinschaft unter sich haben, wird taub beten können, und so eine Gruppe Menschen ist gewöhnlich viel Freid. Ich lebe das dort ein Tierchen von dem Christentum. Christen können sich freien, sogar wenn es von Büten noch schlecht geht, aber innerlich können sie Frau sein. Und so wie das hier, das sagt, sie lobten Gott und hatten graute Freid. Und was für ein Eindruck gab das ab der Jahre wird an sagen? Die Menschen rundum, das sagt hier, die Menschen wären an Gott taugedonen. Dort wird nicht immer passieren. Gottlose Menschen sehen uns als Christen nicht immer Gott taugedonen. Aber weißt du was? Diese Christen haben Wort zum Ewigen auch für die gottlose Menschen. Ich nehme an, wenn du arme gottlose Menschen unjahren wären, wort noch nicht Kinder Gottes wären, die halten sie auch. Und nur nicht der Dollar und Menschen ihre Horten wirken, als wann an Gaudet eure Dohne wort. Und so wie das hier. Und ich leib durchwehren, kickten auch die Jahre, wort noch nicht Kinder Gottes wären, wort noch nicht Christen wären, mit ein Tauje Dohne nicht hort ab die Christen. Und wort passiert dadurch? Dadurch kommen viele Menschen zum Glauben. Das sagt hier, jeder Tag. Jeder Tag brachte Herr Menschen nur an, wat leiben deiden und dadurch seilig worden. Du wären sagtet, an ein Tag kommen 3000 Menschen, und stolz je Lothar, dann wären 1000 Meier. Und so was die Gemeinde sei fax, dadurch will die Christen ein wunderbares Licht für Jesus wären. Wärst du so ein Licht für Jesus? Kann Gott die so brücken, als Gott diese erste Christen brücken deid? War nicht, dann lichtet meistens daran, dass wie nicht vom Heiligen Geist erfällt und regiert worden. Ich frage noch einmal von dir,
Hast du den Heiligen Geist oder haft der Heilige Geist die? Das ist ein großer Unterschied. Jeder Kind Gottes haft den Heiligen Geist. Aber die große Frage ist, ob der Heilige Geist die haft. Kann er die regieren? Kann er die so leiden, als er will? Kann er die so brücken, um andere Menschen um Herrn Jesus zu bringen? Wel, wenn's dort frieren von dir, wel, wenn auch dort beten. Lieber Herr Jesus, ich bete, dass du viele Menschen anreden möchtest, dass unsere Gemeinden wachsen möchten im Glauben, dass sie möchten geistlich teilnehmen, dass wir können Erwartung haben. Schenk, dass wir auch möchten andere Menschen antragen können, dass sie auch möchten ein Verlangen haben, Jesus anzunehmen und für ihn zu leben. Schenk, dass wir können, dass diese Werk daunen, dass wir uns die Hand geben, dass du uns brücken kannst, dass unsere Gemeinde auch können Bild sein von dort, was du an die erste Gemeinde deitst. Amen. Wann je noch Fragen han, oder mit irgendwem reden möchten, über dort, was je auf dit Programm gehört han, dann schrief doch an Johan Dyck, Box 361, Blumenort, Manitoba, Kanada. R0A0C0. Meine Telefonnummer ist 205-356-0523. Noch einmal 205-356-0523. Ich wünsche dir allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.